Jetzt gibt es natürlich den Zusammenhang zwischen der Array-Erzeugung und den Array-Variablen. Anmerkungen? Wenn ich einen Zusammenhang herstellen möchte zwischen einer Array-Variablen und einem Array, was wir gerade erzeugt haben, muss der Elementtyp der Array-Variablen und der Elementtyp des Arrays, die müssen gleich sein. Und auch die Dimension der Array-Variablen und die Dimension des Arrays müssen gleich sein. Und ganz wichtig, die Array-Größe, die ich ja gerade festgelegt habe, kann nachträglich nicht verändert werden. Beispiel, ich habe hier eine Array-Variable Vektor 1 vom Typ Elementtyp Int und der Dimension 1. Hier erzeuge ich ein Array vom Elementtyp Int und der Dimension 1. Dieses Array besteht aus 8 Elementen und weise jetzt die Adresse des Arrays dieser Array-Variablen zu. Und wir werden hinterher sehen, das ist quasi ein Name für das Array bzw. die einzelnen Array-Elemente. Oder hier habe ich int i gleich 3 und jetzt wird hier eine Variable, eine Array-Variable angelegt vom Elementtyp float, zweidimensional. Und dieser Array-Variable wird bei der Initialisierung direkt als Wert zugeordnet. Die Adresse des hier erzeugten Arrays vom Elementtyp float, zweidimensional, mit 3 Zeilen und 2 Spalten. Hier würde der Compiler Fehlermeldungen liefern, wenn ich hinschreibe Character, Klammer auf, Klammer zu, Alphabet gleich New Double, 26, Stimmen, der Elementtyp der Array-Variablen, Character, und der Elementtyp dieses hier erzeugten Arrays, Double, nicht überein. Oder hier Boolean, Klammer auf, Klammer zu, Aussagen, gleich New Boolean von 2, 3. Auch hier liefert der Compiler einen Fehler, weil die Array-Variable ist vom Typ Boolean und eindimensional, aber das hier erzeugte Array ist zwar auch vom Typ Boolean, aber zweidimensional. Das geht nicht.